Den Schmöllner Naturfreunden ist kein Aufwand zu groß, wenn es um die Dohlen geht. Damit sich der gesellige Rabenvogel in Schmölln wieder ansiedelt, rückt sogar die Feuerwehr an und hängt an einen alten Schornstein im Ort 7 weitere Dohlenkästen auf. Der Bestand der Dohle war etwa bis zur Jahrtausendwende, soweit wir das nachverfolgen können, von 60er Jahren an quasi null. Und wir haben dann um die Jahrtausendwende angefangen, prophylaktisch praktisch Kästen anzubieten, um eventuell einen neuen Bestand aufbauen zu können. Und das hat dann etwa 15 Jahre gedauert, bis die ersten gebrütet haben, ungefähr 2014/15. Und das, wenn einmal der Knoten geplatzt ist, geht das dann relativ fix. So fix, dass sich seitdem wieder 340 Dohlenpaare angesiedelt haben. Rund 500 Brutkästen hängen an den erstaunlichsten Plätzen. An der Seitenwand von einem Neubau, genauso wie an der Rathausspitze von Schmölln. Sogar am ehemaligen Förderturm der Wismut brütet mittlerweile eine Dohlenkolonie. Für Ast- oder Neuansiedlung ist es vorteilhaft, wenn die Kästen möglichst hoch hängen, weil Dohlen sehr vorsichtig sind und sie haben ein großes Sicherheitsbedürfnis. Sie gewöhnen sich aber dann relativ schnell an die Anwesenheit des Menschen und können sehr zutraulich werden und auch sehr niedrig, teilweise nur wenigen Meter Höhe, dann brüten. Und für die Nahrungssuche ist es sehr wichtig, dass in der Nähe der Brutplätze möglichst offen Land vorhanden ist, im Idealfall extensive Beweidung. Mit Ziegen, Schafen, Rindern beispielsweise. Ehrenamtlich und ohne finanzielle Unterstützung verwandeln die Schmöllner Naturfreunde ihre Gemeinde langsam in eine Naturoase. Dieses ehemalige Trafohäuschen haben sie in Eigenregie umgebaut. Jetzt brüten hier nicht nur Dohlen, sondern auch Schleiereulen und Turmfalken. Sie alle profitieren von den neuen Bruthöhlen, die durch Gebäudesanierungen verloren gegangen waren. Die neue Dohlengeneration steht schon in den Startlöchern. Ein Artenschutzbeispiel, das Mut macht.